Der Synchronisationsschluss ist gefallen. Herzlich willkommen beim 8. Let's Play von Ratchet & Clank auf der PS4. Mein Name ist Chris, ihr schaut die Spieletester auf YouTube. Und wie ihr wahrscheinlich aus den letzten 7 Let's Plays schon wisst, zocken wir aktuell Ratchet & Clank. Eins meiner absoluten Lieblings-All-Time-Favorite bis ins Universum und wieder zurück Games. Wir haben im letzten Let's Play 5 weitere Diamanten gekriegt, mit denen wir erstmal unsere Waffen aufrüsten, bevor wir uns hier an die optionalen Quests auf dem Planeten G34 machen. Und zwar machen wir... Was machen wir denn? Groovytron können wir noch nicht, Brenner können wir auch noch nicht, irgendwas. Also wir wollen ja immer diese Fragezeichen ausfüllen, aber dadurch, dass wir die Protonentrommel oft nutzen, machen wir einfach die Protonentrommel weiter. Ich weiß nicht, sollen wir darum oder gehen wir darum? Na komm, wir gehen darum. So. Also noch 3 weitere, dann ist die Protonentrommel auch auf dem nächsten Aufrüstungslevel. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Lass uns mal ganz kurz gucken. Wir müssen in diese Richtung. Aber das war ja das Clank-Level, wie wir bereits wissen, was wir im letzten Video schon gemacht haben. Genau. Das heißt, wir gehen hier dann jetzt auch straight wieder zurück. Und warte, wir haben hier eine optionale Quest und durchsuche das Balkkriegsschiff nach Waffen. Wir haben hier noch einen kleinen Bereich. Dann lasst uns doch diesen mal erkunden. Da war ich auch schon. Ah, hier. Verstehe. Blark-Kriegsschiff. Sehr schön. Da ist es. Laut meiner sind wir auf dem Weg zu einem Transportshuttle für Drax hochwertige Experimente. Das muss man ihm lassen. Faul ist er nicht. Mal sehen, was er so getrieben hat. Eindringling bin in diesem Fall wahrscheinlich ich. Wir holen uns schon mal ein bisschen Zurkon zur Sicherheit. Und die Schmelzgranate, weil die ist nämlich gleich aufgerüstet. So, raufen. Wupp. Ja, geht doch locker. Wow, ich hasse echt auch diese Flammenwerfer-Dudes, ne? Die nerven mich auch ein bisschen. Was gibt's hier noch? Ist hier noch ein Gegner? Ja, tatsächlich. So, das war's dann auch schon wieder mit der Munition, leider Gottes. Wir müssen auch mal wieder hier jetzt in Mr. Zurkon. Stufenaufstieg Brenner, das ist doch das, was wir wollten. So, aber wir haben ja die Protonentrommel auch immer als Gadget dabei. Oh, die hat sich jetzt nicht so rentiert. So, Nummer 4. Jäger, was ist denn der Jäger? Unerlaubte Waffenaneignung erkannt. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Oh. Okay, wir sollten uns dann hier jetzt aus dem Staub machen. Allerdings möchte ich jetzt doch noch dann die Kristalle mitnehmen. Die waren vorhin noch nicht da, oder? Das muss ich mir nachher nochmal anschauen. Hier einfach frech Kristalle reinzupacken. Oh, das ist also der Jäger. Finde ich jetzt nicht so verkehrt. Das Schiff zerstört sich selbst in 20 Sekunden. Ah. Ah. Ja, wir machen die aber noch down. Wir müssen ja jetzt nur hier... So, wir nehmen hier alles mit. Okay, hier können wir nichts mehr mitnehmen. Und zurück. Haben wir locker geschafft. Machen uns gar keinen Stress. Ja,
Habt ihr eigentlich schon ein Trinkspiel gemacht, daraus, wie oft ich M genau sage? Haben sie damals in der Schule immer gemacht, weil bei Referaten habe ich immer M genau gesagt. Und irgendwann haben sie eine Strichliste geführt. Was Dr. Nefarius vorhat. Und haben dann irgendwie Wetten drauf geschlossen, wie oft ich es mache. Na, ganz witzig eigentlich. So, wir rüsten jetzt hier direkt mal aus wieder, weil dann können wir nämlich die Protonentrommel final upgraden. 1, 2, 3. Ein glattes, leichtgewichtiges Gehäuse, das den Kern von der Landung vor der Landung weiter fliegen lässt. Also, blöd gesagt, mehr Range. Jägerwerfer, ach komm, nehmen wir mal ein bisschen Munition mit. Die Waffe hat mir gerade ziemlich gut gefallen, ehrlich gesagt. Und wir machen uns dann direkt weiter auf den nächsten Planeten, der Gaspar ist. Kämpfe gegen die Blagen. Das, was wir am besten können. In diesem Sinne, ich gehe mal davon aus, dass dann gleich eine Zwischensequenz kommt. So, wir sind angekommen. Da müssen wir nicht hin, weil den Kollegen haben wir gerade schon im vorherigen Planeten benutzt. Wir sind jetzt auf Gaspar und müssen gegen die Blag kämpfen. Nefarius hat hier eine ganz schöne Operation am Laufen. Das können wir am besten. Das kann man wohl sagen. Sehen wir uns hier mal um, ob wir was finden. Wir rüsten direkt wieder Mr. Zurkon aus und die Schmelzgranate, damit die... Huch! Feuer ist heiß, auch in Ratchet und Clank. Oh, was ist das denn für ein Ding? Verdammte! Moment, Rubitron? Dann dancet der nämlich und dann können wir jetzt quasi den im Nahkampf plätten. Seht ihr? Genau so läuft das. Also man muss auch bei dem Spiel ein bisschen nachdenken und es ist tatsächlich nicht für Kinder meiner Meinung nach geeignet. Weil es einfach zu schwierig ist. Also ich spreche jetzt gar nicht von Gewalt und Ballern, sondern es ist einfach, man muss ab und zu nachdenken. Verstärkt die Tür. Warum ist alles aus Metall hier immer extra dick? So, wir bleiben natürlich dann hier in diesem Geschützturm stehen und nutzen das schamlos aus, dass er uns schützt. Ja, läuft. So, die Schmelzgranate könnte jetzt auch mal langsam aber sicher sich entwickeln. Unser Mr. Zurkon ist bald so stark, dass wir gar nichts mehr machen müssen. Guck mal, der macht einen Hit und die Gegner sind doch nicht down. Ich nehme alles zurück und baue zu felsenfest das Gegenteil. Dann braucht er halt 2 Hits. Finde ich eigentlich eine coole Sache. So, hier gibt es dann direkt nochmal eine Munition für den Knaben. Hier müssen wir die nächste Tür aufballern. Ah, man kann auch gedrückt halten. Hallo? Okay, die hält anscheinend was aus. Kommen da jetzt Gegner? Natürlich kommen da jetzt Gegner. Ja, aber mit diesem Geschützturm so haben die irgendwie nicht viel zu lachen. Nee, ich will da noch nicht hoch. Moment. Die Frage ist, ob die jetzt da wieder runterkommen. Ja, sehr schön. Das Spiel denkt mit und wurde gut programmiert. Lob an die Entwickler.
Ja, wir farmen jetzt hier einfach die Kiste ab, während unser Mr. Zurkon den Rest erledigt. Beziehungsweise machen wir ein bisschen mit dem Pyrocyter rumkloppen. So, nimm hier noch die Bolts, da hinten die anderen Kisten mit. Aber die Schmelzgranate wurde immer noch nicht aufgelevelt. So, einfach jetzt durchballern. Durchballern und hin und her rennen. So, jetzt haben wir allerdings keine Munition mehr. Das heißt, wir machen erstmal den Groovit schon. Und ne, die Protontrommel, sodass wir die Multitargets da hinten relativ locker wegballern. Und Mr. Zurkon natürlich und den Brenner. Da ist jetzt schon wieder so ein anderer Typ hinter einem Geschützturm. Aber wie gesagt, auch das ist kein Stress. Kann man hier? Ne, kann man nicht. Ich dachte, man könnte die großen Kisten damit kaputt machen. Ja, mach schon. Da kommen noch mehr Transports. So, wir verstecken uns einfach genauso lange hinter diesem Turm, bis keine Gegner mehr kommen. Rüsten aber. Okay, das war's. Rüsten wieder den Zurkon aus und holen mal den Jägerwerfer. Okay. Hier gibt's Haue. Okay. Womit machen wir denn hier die großen? Was kann eigentlich der Jägerwerfer? Oh, den habe ich ja gar nicht gesehen, den da oben. Ja. Alter, der haut ja richtig rein. So, ich bin gleich tot. Und mit gleich meine ich jetzt. Ja. Ich muss das Ganze ein bisschen strategischer angehen, merke ich gerade. Weil. Okay, wie machen wir das jetzt? Schmelzgranate habe ich 4. So, jetzt ist die auch mal aufgestiegen. Transporter im Anflug. So, wo ist der Transporter? Da oben. Nee. Da hier noch 1, 2, 3, 4, 5. Okay, den Transporter haben wir schon mal weniger. Das heißt, wir kümmern uns dann jetzt um die da oben. Die kann man mit ein paar Pixeln ein bisschen ärgern, weil der ist auch so Shotgun-mäßig. Oh, 2 Life. Wir müssen hier weg, Freunde. Hier gibt's aber Leben. So. 40 Leben ist besser als 2 Leben. So lautet die Devise. So, was machen wir denn jetzt? Groovitron. Und hoffen mal, dass der dreidimensional aktiv ist. Ist er nicht. Verdammt. So, ja, die machen uns platt. Also 2 weniger davon. Aber ich lasse das jetzt einfach mal Mr. Zurkon machen. Der jetzt wohl auch tot ist und
keine Munition mehr hat. Dancen die jetzt da oben auch? Seht ihr das? Also was richtig nervig ist, ist, dass die Kanone da hinten anscheinend immer Nachschub kriegt. Ah, okay, der danzt jetzt. Und das war's. Freunde, das macht Aua. Ich versuche jetzt was anderes. Ich versuche jetzt tatsächlich was anderes. Und zwar machen wir jetzt hier Angriff ist die beste Verteidigung. Anrücken die Gegner geortet. Und verstecken uns dann direkt dahinter, sodass wir... Ja. Diese Rechnung könnte in der Tat aufgehen. So, jetzt haben wir hier ihn. Okay, bringt auch nichts. Habt ihr eine Idee? Ah, wir sind gar nicht live. Entschuldigung. Aber ich glaube, grundsätzlich war das nicht verkehrt. Ich glaube, grundsätzlich war das echt nicht verkehrt, die Idee. Transporter im Anflug. So, weil wir haben nämlich hier die Kumpels, die wir ja dann einfach glätten können. So, und den machen wir jetzt anders down. So, und haben dann jetzt... jetzt ist der schon wieder... Ey, das ist aber auch ein Hin und Her, ne? Das nervt mich ein bisschen. Ja, und das war's dann auch schon wieder. Nee, war's nicht. Wir haben hier noch eine kleine Chance. Also Angriff ist tatsächlich die beste Verteidigung, wie wir hier jetzt im dritten Durchlauf gemerkt haben. Das war's. Die sind down, wir sind glücklich. Druckfelder gleichzeitig aktivieren. Sehr schön. Haben aber... Ah, wir sind auch im Level aufgestiegen. Also wir haben jetzt 60 Trefferpunkte. Cool, Grindschuhe. Und überraschenderweise fand Ratchet genau an diesem Ort ein glänzendes neues Paar Grindschuhe. So, dann grinden wir doch einfach mal hier rum. Grindschuhen an den Füßen auf die Schiene. Suche nach dem Düsenpad setzte Ratchet seine neuen Grindschuhe ein, um den Planeten zu erkunden. So, wir haben jetzt die Grindschuhe. Allerdings war es das auch dann schon mit dem 8. Let's Play von Ratchet und Clank. Ich glaube ja. Danke fürs Zuschauen. Ihr habt die Spieletester gesehen. Mein Name ist Chris. Wir sehen uns direkt im 9. Teil. Oder dementsprechend nach dem, was jetzt eigentlich gekommen wäre. Ich glaube aber, es war gerade der 8. Danke fürs Einschalten. Bis später.